Wir haben da oben interessant. auch demnächst so ein paar Projekte, die fertig sind, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja. Ziemlich cool. Modernisierung der Infrastruktur auf den in dem einen Gebiet. Und die normative Ethik wird in 40 Tagen umgesetzt werden. Oh. Das Unternehmensmanagement hat unsere finanzielle Hilfe verschleudert. Diese Privatwirtschaftler, man kann ihnen niemals vertrauen. Jetzt müssen wir uns mit einem gescheiterten Unternehmen herumschlagen. Verstaatlichen wir die Firma und retten wir die Arbeitsplätze. 400 AP, 500 Geld, das ist nicht so schlimm. AP sind hart. Unzufriedenheit minus 5. Interventionismus plus 1. Oder der Markt hat entschieden, hier gibt es nichts zu retten. Helfen wir den Angestellten, einen neuen Job zu finden. Arbeitslosigkeit in Neuseeland plus 0,5%. Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,05. AP-Einnahmen minus 10, Geldeinnahmen minus 25. Der Markt hat entschieden, hier gibt es nichts zu retten. Die ehemaligen Angestellten müssen jetzt alleine zurechtkommen. Unzufriedenheit plus 5, Arbeitslosigkeit plus 1 und Interventionismus minus 1. Auch interessant. Also das mit dem Ja. Interventionismus, das ist keine Option, die ich wählen wollen würde, muss ich gestehen. Ich kann mich gerade so ein bisschen an die Schlagzeilen erinnern, als vor ein paar Jahren war das Schlecker, die da die insolvent gewesen sind, wo auch die Frage aufkam, was macht man denn jetzt? Zu dem Zeit, also verstaatlichen kam jetzt da bei dieser Drogeriekette irgendwie nicht in Frage. Das kommt vielleicht bei anderen Unternehmen eher Ja. als Frage auf, aber die Überschriften unterschieden sich quasi in Varianten 2 und 3. Nämlich ihnen helfen, also den Angestellten helfen mit Transfergesellschaften und Fortbildung und Übergangsgeldern und so. Aber vor allem weite Qualifizierung für den neuen Job oder einfach zu sagen, so, hey, wir sind da raus. Und da müssen sie gucken. Und es stimmt, wir müssen nicht so weit zurückgehen. Man könnte auch sich aktuellere Beispiele angucken. Aber bei aktuellen Beispielen sind die Leute immer so emotional. Deswegen nehme ich was, was quasi schon ein bisschen weiter her ist, wo aber die Geschichte auch schon so ein Stück weit weiter erzählt werden kann. Und ich wäre jetzt dafür, die Leute weiter zu qualifizieren und damit die goldene Mitte zu wählen. Ja, der Markt hat entschieden, hier gibt es nichts zu retten, helfen den Angestellten, einen neuen Job zu finden. Ja, das passt auch gut zu den Arbeitslosengeschichten, die wir jetzt, Arbeitslosenunterstützung, die wir jetzt gerade entwickelt haben. Da kann man das durchaus machen. Aber wir Finde ich müssen halt gut. gucken, dass uns. Also wir sind ja irgendwie so ein, wenn wir schon so einen positiven Start spielen, dann müssen wir das auch durchziehen. Ja. Und ich möchte kurz darauf hinweisen, es ist der 1.1.2022. Oh mein Gott. Wir Wir haben haben Weihnachten hinter uns Weihnachten gebracht und hinter es uns nicht mal gebracht. mitgekriegt. Genau, Horst hier hat im Chat schon geschrieben, fast Weihnachten Hype und da sind wir drüber hinweggefetzt. Einfach so. Weihnachten verpasst, ich fasse es ja nicht. Tja. Abgefahren, ne? Könnten wir nicht Besuch versehen, eigentlich. abgesagt. Die präsidiale Delegation hat ihren Besuch in allerletztem Moment abgesagt und die schlechte Wettervorhersage als Grund genannt. Wir hatten eine große Parade vorbereitet. Jetzt bleibt uns nichts übrig, außer die Straßen zu kehren. Ich habe nur eine Möglichkeit. Also das ist, was ich eben beschrieben habe, ne? Es gibt dann so Target Groups und manchmal sind das mehrere. Und da können dann mehrere Sachen drinstehen, aber wir können jetzt nur eine Sache. Sie haben uns zum Narren gehalten. Kolumbien wollte uns anscheinend besuchen. Wir kriegen 15 Punkte abgezogen. Punkte sind das, womit wir das Spiel gewinnen irgendwann. Und Beziehungen zu Kolumbien um 15% erniedrigt. Dauer 450 Tage. Ich muss da draufklicken. Es gibt anscheinend keine Auswahlmöglichkeit. Ja. Da hat wohl irgendwer einen Spion eingesetzt, damit das in die Binsen ging. So, und hier ist noch Vielleicht was. sollten. Ja?
wir auch langsam mit den Spionen anfangen. Vielleicht könnte uns das helfen, auch diese ganzen Abkommensgeschichten. Wir brauchen 4000 Aktionspunkte für einen Spion. Okay, das ist viel. Ja. Griechenland hat sich dem Block angeschlossen. Freundschaft von Indien. Ah, und da können wir uns auch Indien von der Backe putzen. Aber... ja. Oh. Diplomatische Aktion Beziehungen verbessern wurde erfolgreich mit Indien umgesetzt und wir haben einen Wohlwollenspunkt. Das ist schön. Die in Japan durchgeführte diplomatische Aktion Beziehungen verbessern ist fehlgeschlagen. Minus 5. Ja, schade. Die in Frankreich durchgeführte diplomatische Aktion Beziehungen verbessern ist fehlgeschlagen. Minus 5. Ja. Die Frankreich will einfach nicht. Mal Block hin oder her. In Indien können wir ja trotzdem noch investieren. Oder? Ja, das tun wir auch. Also da können wir ein Handels... wir investieren noch in Indien. Und dann können wir ein Handelsdingens dahin machen. Und ansonsten habe ich jetzt gerade gesehen... Papua-Neuguinea... haben wir Beziehungen von 112. Und die sind ja gar nicht so schlecht aufgestellt, ne? Also, naja, okay. Doch, so stark sind die nicht im Vergleich zu Indonesien. Indonesien, da haben wir Beziehungen 104. Wir könnten... könnten hier so ein bisschen einsammeln, oder? Achso, das ist das. Ja? Das würde ich interessant finden, dort mal reinzugehen, weil es ja dann, wenn wir die auch in den Block bekommen, auch die Möglichkeit gibt, dass wir in deren Infrastruktur investieren und so. Ja. Was uns wahrscheinlich sowohl Geld als auch Aktionspunkte bringt. Ja, Beziehungen verbessern dauert noch, bis wir es wieder einsetzen können, 39 Tage. Aber dann können wir schon mal investieren, weil das länger dauert. Ach, es scheitern so viele Sachen irgendwie. Ja, ansonsten wäre das Spiel auch langweilig. Ja, ist schon was da. Modernisierung der Infrastruktur wurde erfolgreich in der Provinz Wellington umgesetzt. So, und jetzt bin ich gespannt. Wir haben das in Wellington umgesetzt. Jetzt gucken wir mal. Ja, Zerstörung 20. Das heißt, das Naturschützen vorher hat nichts gebracht. Naturschützen danach, okay. Ja. Schade eigentlich. Ja. Aber wir haben es ausprobiert. Richtig. Und das ist wirtschaftliche Aktion, Umweltschützen. Oh, Umweltschützen hat einen Cooldown. Was sind denn die Entwicklungszuschüsse? Entwicklungszuschüsse. Haben wir nicht genug AP-Kosten für? Provinz Umweltzerstörung nochmal plus 25%. Bevölkerung wächst. Und wir machen Interventionismus. Das wäre vielleicht was für eine der anderen Provinzen, jetzt weniger für Wellington. Ja. Aber auf der anderen Insel hat man ja relativ niedrige Bevölkerungszahl. Ja. Wir könnten auf Wellington mal ein Festival machen, um die... Achso, nee, Unzufriedenheit. Im Moment ist es auf null. Wir könnten gesellschaftliche Aktionen... Wir könnten Propaganda machen. Ne, wir haben keine Unzufriedenheit. Brauchen wir nicht. Wir könnten wieder diese Sozialgesetznummer machen. Aber es gibt uns einen Minus auf IME. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Ja. Ja, dann warten wir, bis wir Umweltschutz machen können, ne? Ja. Ja.
Allerdings, was passiert denn gerade in den anderen beiden Provinzen? In den beiden Landprovinzen? Hier wird die Umwelt geschützt, weil wir haben Zerstörung ist auf 9 gesunken. Aber hier haben wir die Infrastruktur erhöht. Unzufriedenheit sind wir bei 8. Wegen der Umwelt. Wegen Umweltschützen. Das erhöht die Unzufriedenheit. Aber dann machen wir da gleich ein Festival. Eine gute Idee. Ja, und hier haben wir Sozialgesetze. Die sorgen für den Bruttoinlandsprodukt-Boost. Und hier haben wir 5% Unzufriedenheit und 0% Zerstörung. Wir könnten jetzt von dem Bruttoinlandsprodukt-Boost umschwenken auf was anderes. Da auch Modernisierung der Infrastruktur. Ja, Aber geben warum wir wieder nicht? 350 AP aus. Ich verfolge übrigens auch gerade so mit einem, manchmal auch mit beiden Augen den Chat ein bisschen. Und Belana hat es gerade auch nochmal sehr schön gesagt, bei Unzufriedenheit veranstaltet André Dampe Feste. Aber es ist auch eine gute Idee. Lasst uns feiern. Ja. Wir sollten nee, bald. Wir reden nächstes Jahr nochmal, dann feiern Ja. wir. Du, wir machen gerade gar nichts. Lass uns mal wieder hier ein bisschen. Ja. Ich überlege nur. Ja, aber dann lassen wir hier. Ich würde diese Aktion da lassen, so wie es jetzt ist. Ja, dann machen wir das so. Müssen das jetzt nicht nicht übertreiben, wenn es gerade läuft. Genau. Wie sieht das eigentlich aus So, und mit jetzt können wir, warte, Entschuldigung. Austral? Jetzt können wir, glaube ich, Beziehung verbessern noch 18. Ja, Australien. Hm, wie Blockaktion. sieht denn da gerade die Situation aus? Also, wie es Australien geht. Ja, oder wie es uns mit Australien geht, können wir noch irgendwas tun, um uns besser zu verstehen? Wir können, glaube ich, mal auf Blockzusammenstellung, genau. Wir sind mit Australien zusammen. Wir haben keins der Integrationsprojekte gestartet. Wir können halt hier noch gar nichts machen, weil wir bei den Projekten für Blöcke, Blockintegration, einfach noch nichts erforscht haben. Das wäre halt auch spannend, weil natürlich so ein Block stabiler ist, je besser die Staaten in diesem Block miteinander integriert sind. Also ein Block Ja. zu wechseln ist viel schwieriger, wenn man miteinander verflochten ist. Genau wie miteinander Krieg führen auch ein bisschen schwieriger ist, wenn einzelne Bereiche miteinander verbunden sind. Ja. Aber wir brauchen wahrscheinlich super viele Aktionspunkte dafür, oder? 2000. Für den Nee, ersten, dass ich. wir hier überhaupt Sachen freischalten. Grundlegende soziale Integration. Leider. Ich habe noch nie auf Vereinte Nationen geklickt. Um Gottes Willen. Antidemokratische Kooperation, antiautoritäre Kooperation, antitotalitäre Kooperation. Was sind denn die antiautoritären Kooperationen? Führen Sie universelle Zölle für Produkte und Dienstleistungen aus autoritären Ländern ein? Geil. Kostet uns 4000 Aktionspunkte, das Ja, vorzuschlagen. das ist auch tatsächlich total krass, weil man muss als Staat super konsequent sein. Also auf der einen Seite zu sagen, wir stehen dafür ein, wir machen nur Geschäfte mit Staaten, die und die Staaten, die so nicht drauf sind, die
die haben bei uns nicht so einen freien Marktzugang. Das ist eine interessante Herangehensweise. Hier können wir uns schon mal ganz unten, ne? Weltregierung, brauchen wir 100.000 Aktionspunkte. Ja. Das kann vielleicht 100 Jahre dauern, das ist richtig. Ja. Die Forschungs- und Entwicklungskooperation fand ich noch ganz interessant. In dieser Übersicht F&E-Kooperation. Wo war die? Ganz oben? Relativ weit unten, glaube ich. Irgendwo weit unten. Da über den, oberhalb der Insel. Ah ja. 3000. Richten Sie ein internationales Forschungs- und Entwicklungsinstitut ein, um das technologische Potenzial der gesamten Welt zu steigern. Effekte. Das ist auch eine. Könnte mir auch gefallen. Ja. Tja, wieder etwas, wofür wir Aktionspunkte brauchen. Unsere Aktionspunkte steigen langsam, aber. Also der Zuwachs langsam, aber stetig. Aber wir haben ein paar Ereignisse gehabt, wo es einen Malus drauf gab. Was wir. Blockaktionen. Was ist denn Ask for Governmental? Ach, guck. Wenn Australien mehr als 3000 Aktionspunkte hätte, dann könnten wir sie fragen, ob sie uns 2500 Aktionspunkte geben. Für minus 5 Beziehungen. Das nennen wir das. Also, das ist auch eine spannende Geschichte. Weil es Regierungs. Also, es steht ja da als Regierungsunterstützung. Ja. Und ich finde es sehr spannend, dass es da so ein Aktionspunkte-Transaktionswesen gibt. Das können wir natürlich mit anderen Staaten auch machen, mit kleineren, wenn wir genug hätten. Auch da würden wir sie wieder enger an uns binden und sie würden uns nur noch ein bisschen mehr mögen. Aber wir haben noch nicht. Australien hat nicht genug Aktionspunkte. Genau. Das ist das Problem. Und jetzt hoffen wir, dass wir bald einen neuen Block hier. Genau, Beziehungen verbessern geht in 18 Tagen. Das würde ich bei Indonesien jetzt als nächstes vorschlagen. Jetzt bin ich gespannt, was ja, rauskommt. Oh! Ja. Ah! Rechtsextreme zurückgedrängt. Unsere Anstrengungen, den Zulauf der Menschen in rechtsextremen Sphären zu verhindern, waren erfolgreich. Nun gut. Parteipopularität rechts außen minus 5%. Nutzen wir die aktuelle Strömung und werben wir für die Linke. Parteipopularität rechts außen minus 5. AP-Einnahmen minus 50. Geldeinnahmen minus 80. Parteipopularität Mitte links plus 10. Parteipopularität links außen plus 15. Großartig trotzdem sollten wir die Verbreiter rechtssystemer Ideologie einsperren, nur für den Fall. Persönliche Kontrolle plus 1, Unzufriedenheit plus 10, 100 AP und 200 Geld gehen runter. Na, bei Bereich 2, da regt mich die Formulierung schon auf. Ja, es ist Hufeisen, ne? Ja, na ja, ja, und das ist auch das, was ich auch immer mal wieder so in der Praxis höre, dass wenn man sich gegen Rechtsextremismus einsetzt, man automatisch irgendwie links ist. Also das ist doch irgendwie Quatsch. Man kann auch erstmal für Demokratie sein und generell für gegen jegliche Ideologie, die dieses demokratische Grundverständnis aushöhlt. Ja. Also insofern ist nicht das eine automatisch Werbung für das andere. Und aus dem Grund käme das jetzt für mich nicht in Frage. Bei der Variante 3, ja, nur weil jemand rechtsextrem ist, heißt das ja noch lange nicht, dass diese Menschen Straftaten begangen haben. Das heißt, wir können sie auch nicht einfach einsperren. Genau, und das wäre auch so die Sache, die eine Aktion, die die gerne machen wollten, wollen würden, wenn sie mit ihrem Denken durchkommen. Und das ist ein Hauptgrund, weswegen wir es nicht tun sollten. Genau. Und damit bleibt für mich in dieser Kombination eigentlich nur ein, ja schön, nun gut. Ja, finde ich auch. Nun gut. Machen wir so.
Diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Frankreich umgesetzt. Toll. Investition wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Schön. Können wir jetzt hier positive Aktion noch 12 Tage. Bin zu ungeduldig. Und übrigens, Pasek schreibt gerade im Chat, aber hallo, du kannst den Menschen doch nicht ihrer Feindbilder berauben. Ach, warum eigentlich nicht? Also die Feindbilder haben sie ja von alleine. Man könnte es ja mal probieren, so ein bisschen Bubble Crusher zu spielen. Das stimmt. Projekt Arbeitnehmerverordnung wurde umgesetzt. Das heißt, wir haben einen freien Projektplatz. Und wir haben wieder 763. Das sollte weiter wachsen. So, bei Block können wir nichts machen. Diplomatie. Da erforschen wir noch die normative Ethik. Ich habe immer noch meine Top 2, Tourismusregulierung und nationale Währung. Und inzwischen ist auch noch die Eisenbahninfrastruktur dazugekommen. Also okay. Ich habe wieder 3. Kannst ja auch die Kategorien, also wirtschaftlicher Fokus war, wir brauchen noch 300 Aktionspunkte mehr für Tourismus. Infrastruktur war Eisenbahn, ne? Eisenbahninfrastruktur. Die könnten wir uns jetzt leisten. Das finde ich echt spannend und auch gleich Index menschliche Entwicklung plus 2. Ja. Das gefällt mir. Das sorgt auch nochmal für ein Plus bei den Aktionspunkten, die plus 2. Das ist groß. Finde ich auch. Und auch eher so im mittleren Bereich. Also ich meine, ja. Ja, es beginnt Wachstum. Schön. Dann haben wir das gemacht. Ja, alles klar. Infrastruktur, Eisenbahn. Du hältst, jetzt hast du noch 2 in deiner Favoritenliste. Ich finde das gut, dass du das so ein bisschen begleitest. Ich mache mal hier weiter. Normative Ethik wurde umgesetzt. Romy. Sehr gut. Warte, ich habe auf Stopp gemacht. Jetzt will ich nochmal gerade gucken. Noch 5 Tage. So, neues Projekt. Wir haben nur noch 256 Aktionspunkte. Wir hatten ja nach der normativen Ethik irgend so einen Diplomatiebereich. Vielleicht könnte uns das auch helfen für unsere ganzen internationalen Bestrebungen. Oh, und da können wir 3 Sachen machen. Öffentliche Diplomatie kostet nur 194. BIP-Wachstum wird dadurch geschrumpft. Wir kriegen einen IME mehr. Unzufriedenheitszielwert in Provinzen mit nicht akzeptierter Kultur minus 2%. Okay, haben wir nicht sowas. Aber was interessant ist, öffentliche Diplomatie ist gleichzeitig Siegesbedingung ist öffentliche Diplomatie, ist eins dieser Bedingungen direkt daraus. Spannend. Ansonsten könnten wir noch militärischer Zugang, dass wir zu unseren Freunden militärischen Zugang bekommen und Beziehungen zu allen plus 1. Oder diplomatische Missionen. Freigeschaltet diplomatische Missionen, Beziehung zu allen plus 2. Finde ich ehrlich gesagt alles 3 ist ganz gut, aus unterschiedlichen Gründen. Okay. Die öffentliche Diplomatie ist klar jetzt irgendwie der Weg zum Diplomatensieg. Insofern ergäbe das Sinn. Die diplomatischen Missionen finde ich super praktisch, weil diplomatische Missionen ja auf sehr unterschiedlichen Ebenen stattfinden, auch bei uns jetzt schon im Spiel. Insofern könnte uns das helfen, wenn die Beziehungen zu allen jetzt um 2 verbessert werden. Ja, ich wäre auch, diplomatische Missionen hatte ich bisher noch nicht und da wäre ich mal gespannt, wie sich diese Mechanik auswirkt. Also das wird dann wahrscheinlich auch so ein Rechtsklick, wie ich das immer mache, bei diesen positiven Sachen sein, dass wir da noch mehr Optionen haben, was Diplomatie angeht. Deswegen würde ich das eher favorisieren, auch wenn die andere Geschichte hier bei den Zieldingern steht. Und ich finde aber auch die dritte Variante eigentlich nicht schlecht mit der Öffnung der Militärbasen. Militärischer Zugang wäre Aktion freischalten, dass man um militärischen Zugang bittet. Oder dass man selbst militärischen Zugang gewährt. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich beides. Also in der Regel ist das ja so ein beidseitiges Ding. Ja. Also wenn ihr gucken könnt, können wir auch gucken. Und das wiederum könnte uns langfristig in diesen ganzen Integrationsbemühungen
und falls doch mal irgendwie ein Krieg kommt, durchaus helfen. Also diplomatisch, in meiner Reihenfolge wären wir jetzt bei diplomatischer Mission, militärischer Zugang und dann öffentliche Diplomatie. Ja, okay, aber dann machen wir doch dann machen wir auch diplomatische Missionen. Finde ich gut. So. Gemacht. Und jetzt... Es waren noch 5 Tage, ne? Richtig. Ja. Mitte Februar 2022. Wir kommen voran, Leute. Diplomatische Aktion... Investition wurde erfolgreich in Indonesien umgesetzt und wir kriegen einen Wohlwollenspunkt. Das ist großartig und jetzt machen wir Beziehungen verbessern und wir könnten direkt Investitionspunkte einsetzen und wir könnten den einen Wohlwollenspunkt einsetzen, damit wir auf 85 kommen. Lass es uns ausprobieren. Also 85 ist nicht schlecht. Es hat schon geklappt mit 85, es hat auch schon nicht geklappt. Das stimmt. So, und jetzt würde ich positive Aktion... Ach, wir brauchen... Nee. Wir brauchen noch 44 Tage, um Wohlwollen zu erlangen. Und kooperative... Kooperationsabkommen. Ah, da brauchen wir 500 für. Okay. Ich würde auch perspektivisch gerne in irgendeine Form von Beziehungen zu Südkorea gehen wollen. Okay. Südkorea. Und ich bin echt eine Niete in Geografie und ich freue mich total, dass du die Karte in der Hand hast. Ja, das hier ist Vietnam. Richtig. Da, natürlich. Der andere Zipfel. Genau. Südkorea. Da sind wir bei 103. Okay. Positive Aktion. Ja, machen wir wieder Beziehungen verbessern und Investitionen, ne? Mhm. Ja. Ich hatte eine 3 in Erdkunde im Abitur. Ach. Ich hab's abgewählt. Also insofern, wir haben nicht mal mehr genug Aktionspunkte, um das zu machen. Ach ja. Ach ja, zurück geht's ins Bett. Ich will nicht mehr. Kenny, Japan läuft noch. Taiwan könnten wir noch ausprobieren. Taiwan. So rum. Richtig. Was meinst du mit ausprobieren? Was man mit denen noch so anstellen können gemeinsam, das... Irgendwann kenne ich mich auf dieser Karte aus. 91 können wir alles nicht machen, weil wir nicht genug Aktionspunkte haben. Wir haben nur 12. Ja, dann können wir halt gerade mal gar nichts machen. Ja. Wir können wirklich gerade gar nichts machen, oder? Okay, es wurde mir gerade gesagt, okay, wo ist der Kongo? Noch besser Sudan. Boah, ey, Erdkunde, ne? Kongo. Kongo ist hier irgendwo... Da ist Sudan. Ja. Was? Da ist er. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig, wie alt die Karten sind, weil ich tatsächlich nicht up-to-date bin mit aktuellen Grenzziehungen. Ja, es gibt ein tolles Quiz, ich muss mal den Link raussuchen, das kann ich mal nächstes Mal mitbringen, das können wir vielleicht auch mal spielen. Da gibt es so Quizzes, wo du auf den Karten Länder benennen musst und das auch nur nach Flaggen und so eine Scherze. Wenn man das ein paar Mal durchgemacht hat, wird man da besser drin, aber ja. Das erinnert mich an die Leistungskontrollen früher in der Schule, wo man an die stumme Karte vorgerufen, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wurden dann an die Karte vorgerufen und hatten so einen großen Zeigestock und dann mussten wir irgendwie... Boah, ja. Das war ganz, ganz schlimm. So, Beziehungen sind verbessert mit Indonesien.
Ach, wir brauchen Wohlwollenspunkte. Brauchen wir für Kooperationsabkommen, brauchen wir keine Wohlwollenspunkte, aber 500 Aktionspunkte. Blockaktionen. Ach, wir brauchen 120. Ah. Können wir noch irgendwo investieren? Investieren kostet 25. Ach, ja. Also wir können jetzt, wir könnten jetzt, was wir machen könnten, wäre positive Aktionen, Beziehungen verbessern mit Südkorea und da investieren. Aber ohne, dass wir die Chancen erhöhen. Ist die Frage, ob wir das jetzt eingehen wollen. Bei 65 kann es halt auch schief gehen. Ja. Ja, machen wir erstmal das und wenn das erfolgreich ist, dann investieren wir. Ja. Wir könnten uns dann auch mal die europäischen Staaten angucken, ob wir mit denen nicht auch mal ein bisschen. Ja, Frankreich wollte schon zweimal nicht. Ja, aber Europa ist ja größer. Ja, das stimmt.